Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge und willkommen zum Türchen 3 unseres Adventskalenders. Hier oben haben wir euch nochmal eine Playlist zusammengestellt mit allen bisher erschienenen Videos und da solltet ihr an Heiligabend, wenn alles gut läuft, 24 kleine Videos drin haben. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, heute soll es um den A49 von Orvo gehen. Der ging aus dem Atomal von Agfa hervor und das wurde auch genau unverändert bis in die 70er Jahre in der DDR produziert und dann wurde es selbst denen zu bunt, denn der Entwickler war ziemlich giftig. Daraus folgte eine neue Rezeptur und zwar der A49, den man vom alten unterscheiden konnte, da er nur noch in zwei Beuteln geliefert wurde. Ganz gut zu erkennen ist das an dieser Behelfsgebrauchsanweisung auf dieser Verpackung, in der noch gezeigt wird, man solle zwei Beutel am Anfang lösen und die wurde hier ganz nett durchgestrichen. Ja, letzten Endes besteht der jetzt aus zwei Teilen. Im ersten Teil befinden sich Hydroquinon und Diethylphenyl-N-Diaminsulfat und im zweiten Teil besteht er aus Borax und Natriumsulfid. Wenn wir uns die Rezeptur des Entwicklers genauer anschauen, dann sehen wir, okay, das Natriumsulfid ist doch eine ganze Menge. Immerhin 85 Gramm. Üblicherweise sind in normalen Entwicklern bis 40 Gramm circa drin, aber beim A49 handelt es sich um einen Feinstkornentwickler. Das bedeutet nicht etwa, dass der Entwickler noch feineres Korn liefert als ein Feinkornentwickler, sondern das bedeutet, dass er auch auf physikalische, nicht nur auf chemische Art und Weise arbeitet. Das Sulfid löst immer wieder Silberionen an und führt dazu zu feinerem Korn. Denn wenn Silberkeime um sich herum nicht so viel Silber anlagern können, bleibt das Korn an sich etwas kleiner. Ja, der Entwickler ist sehr gut empfindlichkeitsausnutzend, sofern man ihn nicht verdünnt. Denn viele Leute gehen auch her und verdünnen den auf 1 plus 1 bzw. sogar 1 plus 2, um zum Beispiel noch ausgeglichenere Negative herstellen zu können oder um der ewigen Rechnerei mit den Verlängerungsfaktoren zu entgehen. Denn es ist eine nicht besonders präzise Anleitung, die ja auch dem modernen Atomal 49 beiliegt. Hier heißt es, nach dem fünften Film sei jeweils um eine Minute zu verlängern. Das ist den meisten nicht hinreichend genau und so auch mir nicht. Deswegen habe ich ein bisschen rumgerechnet und ein bisschen auch rumexperimentiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man bereits beim fünften Film verlängern sollte. Und zwar um 10%. Ja? Also das heißt, der Faktor 1,1. Bei Film 5, 1,1 bedeutet, wir haben einen Film, der normalerweise bei 10 Minuten liegt, das ist eine übliche Zeit für den A49, sind wir beim fünften Film bei 11 Minuten. So. Wir können das jetzt weitergehen. Beim sechsten Film sind wir dann mal 1,1 hoch 2. Und so weiter und so fort. Ja, so sollte es eigentlich hinreichend genau funktionieren mit den Entwicklungszeiten. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung und es würde mich tatsächlich interessieren, ob jemand von euch da zu anderen Resultaten gekommen ist. Ich persönlich nutze ihn gerne auf diese Art und Weise, um eben die Empfindlichkeit möglichst gut ausnutzen zu können. Ja, jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt, nämlich dem Pushen. Und dafür ist der A49 nur wirklich sehr, sehr gut geeignet. Üblicherweise eigentlich bei fast jedem Film ist der Verlängerungsfaktor dabei 1,33 und bei zwei Blendenstufen 1,33 hoch 2. Ganz genau. So funktioniert das und so habe ich auch tatsächlich schon zum Beispiel mit dem Tri-X sehr schöne Ergebnisse erzielt, die sich wirklich sehen haben lassen, auch in puncto Körnigkeit. Ja, jetzt folgen noch ein paar Bildbeispiele verschiedener Filme in A49, dass ihr euch da mal selber ein Bild machen könnt.
Ich habe immer gekennzeichnet, wenn das Ganze ein Mittelformat-Negativ ist, nicht, dass das Ganze unfair wird hier. Geht davon aus, dass der Rest, der nicht gekennzeichnet ist, Kleinbildfilm ist. Jetzt hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch, lasst uns einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum vierten Türchen. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Thank you.